Buongiorno mio amici, ich bin Laura Commodore und das ist die Rätselmafia. In dieser Folge lernen wir also Jacqueline kennen. Das ist die Tochter von Frau Delp und die wiederum ist die Oma, auf deren 102. Geburtstag Stefan in der letzten Folge ungefragt aufgekreuzt ist. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass Jacqueline selber schon Rentnerin in der Alterskategorie meiner Oma, die dieses Jahr 70 wird, ist, dann glaubt ihr wohl auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Nein, von Menopause und so hat Herr Knapp noch nie etwas gehört, deshalb ist Jacqueline erst zarte 9 Jahre alt und scheint trotz dieses jungen Alters allein zu wohnen. Sie geht gerne ins 3D-Kino und findet, Stefan könnte sie doch mal dahin einladen. Ja, wenn ich jemand Neues treffe, finde ich auch gleich, hey, du könntest mich doch irgendwohin einladen, ne? Aber natürlich habt ihr es schon erraten, Stefan lädt Jacqueline und Dinochen ins Kino ein. So richtig mit Popcorn und Cola und alles. Und die drei sehen sich den Kurzfilm Peterchen auf Mondreisen an. Ist vermutlich ein Sequel zu Peterchens Mondfahrt von 1959. Der Film dauert eine Stunde. Tante Vicky, wie genau definiert sich eigentlich ein Kurzfilm? Die Länge eines Kurzfilms beträgt in der Regel weniger als 30 Minuten. Allerdings sind die Grenzen hier nicht klar definiert. Bei Kurzfilmfestivals gelten oft unterschiedliche Begrenzungen. Die Academy of Motion Picture Arts and Science sieht einen Film mit einer Länge unter 40 Minuten als Kurzfilm. Die internationalen Filmfestspiele Berlin definieren die Maximallänge eines Kurzfilms je nach Sektion zwischen 15 und 30 Minuten. Der Deutsche Kurzfilmpreis hat die Begrenzungen bis 7 und bis 30 Minuten. Im Rahmen der deutschen Filmfördergesetze hat ein Kurzfilm eine Vorführdauer einschließlich Vor- und Abspann von mindestens einer und höchstens 15 Minuten. Das war sehr aufschlussreich, danke Tante Vicky. Übrigens hat Dinochen die außergewöhnliche Fähigkeit, Applaus zu schreien. Nach dem Kino ist Jacqueline, die jetzt plötzlich Jackin heißt, voll aufgenommen in Stefans stetig wachsenden Harem und die beiden gehen Hand in Hand nach Hause. Am nächsten Tag fliegt Stefan zusammen mit Resi zurück zur Welterde. Dinochen fragt, ob es, ja es, auch mitkommen darf. Irgendwie tut sie mir leid. Das ist nicht das erste Mal, dass Stefan Knapp sie zu einem S degradiert. Ich meine, ja, es heißt das Dinochen, aber es ist auch gleichzeitig ihr Name. Wenn ich über einen italienischen Jungen namens Andrea schreibe, schreibe ich im Text ja auch nicht sie, weil das hierzulande ein Frauenname ist. Und als wäre das nicht schon gemein genug, muss Dinochen im Auto bzw. im Raumgleiter warten. Ich hoffe, Resi denkt wenigstens daran, ihr das Fenster ein Stück aufzumachen. Bevor es aber losgeht, legt Stefan noch seine Centauri-Marke in Resis Tresor, weil Keks. Und schreibt Postkarten, weil man das ja immer erst am Ende des Urlaubs macht, kurz bevor man die Leute, denen man potenziell schreibt, wieder sieht. Dann geht es endlich los und ein weiteres Mal basht Herr Knapp Dinochen, denn die darf nicht mal auf einem Sitz sitzen, sondern muss auf dem Boden festgezurrt werden. Resi setzt ihren Pflegesohn also auf der Welterde ab und war für ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Der Junge wechselt seine Familie echt wie andere Leute die Zahnbürste. Man feiert Stefans Aufnahme in die Mars Centauri, obwohl das echt keine Leistung ist, weil da eh jeder Depp mitmachen kann. Und Stefan übergibt Anne-Marie den pinken Jogginganzug, den er für sie gekauft hat. Dafür darf er sich was wünschen. Und ich glaube langsam, dass Stefan eine Wunderlampe gefressen hat. Auf den nächsten Seiten passiert nicht viel. Stefan wird eingeschult, fällt hin, was zu einer Platzwunde an der Stirn führt und fängt mit Karate an. An Weihnachten fährt er dann zurück zum Filmplateau, um sich um seine Mars-Bitches zu kümmern und in noch einem Film mitzuspielen. Dafür kriegt er einen Schneetarnanzug. In dem Film, bei dem Jacqueline offenbar Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat, geht es übrigens um den Angriff von Außerirdischen. Und die Kids machen so ein Trara, dass man meinen könnte, sie würden tatsächlich von Außerirdischen angegriffen, was allerdings eher wenig mit der wahnsinnig guten Schauspielleistung zu tun hat, sondern mehr damit,
dass man als Leser irgendwie keine Ahnung mehr hat, was abgeht, weil Regieanweisungen und tatsächlicher Filmdialog total durcheinander sind. Und ich kann euch sagen, so funktioniert das mit dem Filmen nicht. Regieanweisungen gibt man vor dem Filmen, wenn die Kamera aus ist, und dann wird der Text gesprochen, wenn die Kamera läuft. Aber die Jungs und Mädels finden ihr Werk natürlich total klasse und sehen sich schon den Pulitzerpreis entgegennehmen. Für die herausragende journalistische Leistung, ne? Am Nachmittag geht Stefan dann Weihnachtsgeschenke für Resi und Dinochen kaufen. Wisst ihr, ich glaube langsam, die miese Rechtschreibung und Grammatik in diesem Buch ist eigentlich ein geschicktes Stilmittel, das den Leser davon abhält, aufgrund der absolut dämlichen Handlung spontan an Langeweile zu versterben. Habe ich erwähnt, dass offenbar immer noch Weihnachten ist? Nein? Okay, dann wisst ihr das jetzt. Resi kochte zur Feier des Tages Kartoffelklöße und machte eine Gans dazu. Sie sagte, dass man ja auch, wenn man vegetarisch lebt, ja einmal im Jahr auch eine Gans essen könnte. Ich verstehe jetzt nicht so viel von Vegetarismus, aber ich dachte, das Ding beim vegetarischen Leben ist, dass man genau sowas nicht macht. Ich meine, wenn man konsequent vegetarisch lebt, dann macht man doch nicht einmal im Jahr eine Ausnahme. Ich sag ja auch nicht, ja, eigentlich bringe ich keine Menschen um, außer zu Weihnachten. Da mache ich eine Ausnahme und erschieße einen schlechten Autor. Dann kommt auch noch Trixi vorbei. Das ist eine Freundin von Jacqueline, die wird spontan zum Essen eingeladen. Und danach gehen Stefan und Dinochen zu Jacqueline nach Hause. Und habe ich erwähnt, dass Weihnachten ist? Das käme mir im Traum nicht in den Sinn, an Weihnachten irgendjemanden unangemeldet zu besuchen. Und da heißt es immer, die Jugendlichen heutzutage hätten keine Manieren. Dann gehen die an Weihnachten, quasi an einem Sonntag, ins Museum und filmen noch ein bisschen. Stefan bewundert die Uhrensammlung. Vor allem die Raumsprung-Korrektur-Uhr hat es ihm angetan. Die sieht aus wie eine große Armbanduhr und Stefan hat keine Ahnung, was man damit machen kann. Aber so eine will er, denn das muss was ganz Tolles sein. Schließlich dürfen nur Angehörige des Militärs so eine haben. Ihr seht auch, wo das über kurz oder lang hinführen wird, oder? Viele Wörter, wenig Inhalt. Zur Bescherung erklärt uns Stefan haarklein, was er alles geschenkt kriegt, und Dinochen besäuft sich mit Glühwein. Kein Scheiß. Am nächsten Tag geht Stefan dann mit Lukas snowboarden und der Knirps hat natürlich sofort raus, wie das funktioniert, macht Luftsprünge und alles. Dann geht's wieder nach Hause. Draußen spielte Dinochen im Schnee und begrüßte mich auf Japanisch, was mich verwunderte. Ich fragte, warum sie Japanisch sprechen würde, und sie erwähnte, dass Resi im Herbst um ihren japanischen Garten ein Glashaus aufgestellt hatte. Und in Japan gab es darum keinen Schnee und wir müssten es in Japan schneien lassen. Ja, weil irgendwo im Universum irgendein japanischer Garten von einem Glashaus umgeben ist, gibt es jetzt in ganz Japan keinen Schnee mehr. Das auf dem Fuji ist in Wahrheit wahrscheinlich auch alles Koks. Wie dem auch sei, die beiden schmeißen also Schneebälle in den japanischen Garten und bekommen deshalb natürlich keinen Ärger, obwohl das wahrscheinlich genau das ist, was dieses Glashaus hätte verhindern sollen. Am nächsten Morgen muss Stefan als Zeuge zum Gericht, weil tags zuvor eine Gruppe Kinder aus der Siedlung Einstein einen schwarzen Jungen auf der Skipiste blöd angemacht hat, weil er schwarz ist. Ist vielleicht der Versuch, der ganzen braunen Scheiße vom Anfang des Buches ein bisschen entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz ist es absolut übertrieben. Danach gehen Stefan und Lukas noch einen trinken und im Café sind auch die Drillinge, die übrigens Teil der gerade erst verurteilten Rassistengruppe sind und auf einen Kakao eingeladen werden wollen. Was tut Stefan also? Er bestellt 3 Kakao. Und dafür darf er dann die Brötchen der Drillinge sehen. Zum Glück tragen sie noch ein Top drüber. Übrigens waren die 3 am Tag zuvor ganz hellgelb geschminkt und Stefan möchte gerne wissen, wieso.
Wir haben neuen Haftlack mit Glitzereffekt bekommen, da unsere Mutter in der Kosmetikindustrie tätig ist und ein kleines Geschäft in der Siedlung Einstein hat. Okay. Das, liebe Leute, ist meine Make-up-Kiste. Ich bin also, was das betrifft, ein ziemliches Klischee-Mädchen. Und ich muss jetzt doch mal fragen, was zum Geier ist denn bitte Haftlack? Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist das hier. Und lieber Herr Knapp, das sprüht man sich nicht ins Gesicht. Egal, Steffen geht also mit den Drillingen ins Geschäft von deren Mutter und kauft pinken Nagellack für Anne-Marie. Die ist wahrscheinlich seine Lieblingsbitch. Wieder zu Hause massiert Stefan Dinochen und erfährt, dass sie Heimweh hat. Ein weiteres Mal wird uns ihre Lebensgeschichte erzählt. Pro-Tipp: Mist wird nicht spannender, wenn man ihn wiederholt. Dann gehen die beiden Schlitten fahren. Die nächsten paar Seiten passiert mal wieder überhaupt nichts, was irgendwie von Relevanz wäre, bis Stefan und Dinochen Trixi besuchen, die ihnen beim gemütlichen Talk auf Schwebekissen erzählt, dass sie gerne bei dem Viva Centauri Kunst studieren möchte. Ich fragte, was die Viva Centauri sei, und sie erklärte mir, dass die Viva Centauri auf den vordersten Menschheitsabsicherungsplateaus lebten. Es gab drei verschiedene, die weißen, das sind die besten, dann die schwarzen, die sind auch okay, und noch die normalen. Die werden die alte Viva Centauri genannt. Ja, jetzt wissen wir Bescheid, ne? Übrigens sind Lebensmittel und Zigaretten bei den weißen Viva Centauri komplett frei von Bakterien. Ich weiß ja nicht, aber Joghurt ohne Bakterien stelle ich mir irgendwie sehr unspektakulär vor. Trixi zeichnet Stefan und Dinochen, wobei Dinochen einen Lachflash bekommt. Dann gehen die beiden wieder nach Hause. Am Abend kuscheln Stefan und Dinochen vor dem Kaminfeuer und Dinochen diktiert Stefan einen Brief an eine ihrer Freundinnen auf ihrem Heimatplaneten, weil sie selber zu faul zum Schreiben ist. Außerdem soll Stefan das Porto und den Umschlag bezahlen. Danach gehen die beiden ins Bett und ich mache hier auch Schluss. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao, Dinochen.